Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der New York Alliance nach dem Spiel gegen die Berlin Rebels. Wie zu jedem Spiel haben wir auch heute wieder Gäste. Von den Rebels Quarterback Kurt Pelendeck, Head Coach Kim Kutschi. Von den Lions Wide Receiver Christian Bollmann und Head Coach Troy Tomlin. Kurt, we talked a little bit on the field. It looked like a very, very, very physical game. What's your summary? Definitely. You know, it's a physical sport, physical game, and they're a well-prepared team, and we just got to keep attacking every day and keep improving from here. You were able to hold the first quarter without any points. Halftime, I think, was 13-3 or something like that. How was the mood at halftime? You know, with a first half like that, you're obviously frustrated as a team. You just got to execute at a higher level. But, you know, we felt like we were able to move the ball, and if we were just able to execute at a higher level, we'd have some success. So we were frustrated, but, you know, we were optimistic going forward. In the end, it seemed, at least from the score, it seemed pretty clear. What happened, especially in the second half, from your point of view? Like I said, they're a good team. They're playing well, and we just weren't playing our best ball, and it showed. So, you know, we just had to take advantage of the plays that we were able to make and, you know, maybe clean it up. We're a little sloppy today, and we'll just watch the film and see where the mistakes were, and hopefully clean it up for next week. Okay, thank you. Kim, wie war's für dich? You could also use that one. Yeah. Whatever you want. Ja, ähnlich wie Kurt gerade gesagt hat, also wir waren eigentlich sehr selbstbewusst, weil wir auch gesehen haben, dass wir den Ball sehr gut bewegen konnten und haben uns halt leider selbst ein bisschen auch das Leben schwer gemacht, und das kannst du halt eben gegen eine gute Mannschaft wie die Lions nicht machen. Und wenn du Gelegenheiten nicht nutzt und zweimal die Möglichkeit gab zu scoren in der ersten Halbzeit, haben beide Möglichkeiten liegen lassen, beziehungsweise einmal dann nur ein Field Goal dabei rausgezogen. Und sowas rächt sich halt zum Ende, und dann, klar, die Zeit wird immer kürzer, die Play-Calls immer tiefer, so dass es am Ende dann halt einfach so gekippt ist. Lag einfach daran, dass die Lions halt weiter ihren Gameplan durchziehen konnten, und wir mussten halt einfach weit davon abweichen und sind so ein bisschen in Desperation-Mode gekommen. Und dann klappt es halt oder nicht, und in dem Fall hat es nicht geklappt, und somit waren wir dann auch immer relativ schnell vom Feld wieder runter. Wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, Playoffs, ihr seid im Moment Tabellenvierter, glaube ich, immer noch, ja, ich glaube. Ist das, wenn ihr am Saisonende Vierter wärt, wäre das okay für dich, oder sagst du, nee, ich will mehr, ich will noch versuchen, da irgendwie in die Top 3 da irgendwie reinzukommen? Nein, also wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass wir das Zeug dazu haben, uns ein Heimrecht zu erarbeiten, und dazu haben wir halt jetzt einfach auf jeden Fall nächste Woche den Hildesheim vor der Brust, und dann müssen wir gucken, wie wir uns gegen Dresden schlagen können, und hoffen, dass wir uns halt keine Patzer erlauben, wie wir das in der Vergangenheit leider doch immer mal gehabt haben. Aber gegen Kiel und Köln hoffen wir, dass wir dort halt weiterhin dominant auftreten können. Letzten Endes müssen wir aber jetzt erstmal Spiel für Spiel angehen, und der nächste Gegner, den es dann auch direkt im Vergleich auch anzugreifen gilt, ist halt Hildesheim. Die spielen wir nächste Woche, und da müssen wir gucken, wie wir abschneiden. Es waren heute Spieler von Hildesheim da, die das auch natürlich beobachtet haben und so weiter. Also von daher, ja, danke. Erstmal. Bollo, erstmal herzlichen Glückwunsch. Game MVP von unserem Sponsor Steakhouse Ox. Du hast bestimmt Verwendung dafür. Werde ich finden. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, es war ein sehr physisches Spiel. Gegen Berlin oder die Rebels ist immer sehr physisch. Es waren viele Strafen im Spiel dabei, auf beiden Seiten. Auch manchmal Calls, die ich nicht ganz verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten, offensmäßig haben wir besser durchgezogen und besser den Gameplan durchbekommen als die letzten Wochen. Und deswegen, glaube ich, dass wir da einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und die Defense hat wie immer gut gespielt. Und die hat uns in den letzten Wochen ja auch immer über Wasser gehalten, sage ich mal. Man hatte heute auch das Gefühl, dass das Passspiel besser funktioniert. War das auf dem Feld? Siehst du das genauso? Ist das so, oder täuscht der Eindruck? Definitiv. Also wir haben viel mit Brandon noch zusammen gearbeitet, viel Video zusammen geguckt und draußen gewesen, noch neben dem Training Routen gelaufen und all sowas gemacht, um ein besseres Timing reinzubekommen. Und ja, es ist schön, wenn es jetzt heute endlich geklappt hat. Gut. Letzte persönliche Frage. Wie ist im Moment dein Nachtschlaf? Okay. Für alle, die es nicht wissen, er ist gerade Vater geworden. Also von daher, genau. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Troy, wie war es für dich? Wie erwartet, gegen die Rebels, die sind eine ganz physische Mannschaft, und es ist immer eine
harter Kampf gegen die. So, ich bin zufrieden mit dem Sieg. Das gibt ein paar Dinge, was wir auch verbessern müssen. Besonders in die, mit den Offsides und illegal Line-Ups und Face-Masks und so weiter. Das soll nicht passieren. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass wir 3-4 Wochen Pause gehabt hatten und es ist das erste Spiel zurück, aber trotzdem, wir sollen etwas bessere Disziplin zeigen. So, Berlin ist eine harte Mannschaft, eine Playoff-Mannschaft, fast jedes Jahr und so. Einen Sieg zu holen, das ist ganz wichtig für uns und dass wir weiter als Table 4 bleiben können. So, ja. Verletzten-Situation. Es war vor dem Spiel gesagt, dass wir bis auf Robert, glaube ich, alle Leute an Bord haben. Tissi kann nicht spielen im Moment. Sehe ich das richtig? Am Donnerstag hat er mit uns ein bisschen trainiert, individuell mäßig. So, wir wollen vorsichtig sein und dass er zurück ist, mindestens gegen Dresden. So, mal sehen. Okay. Und dann mal sehen mit Schredder. So. Ja. Nächste Woche Kiel. Die haben sich gestern in Hildesheim, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, sie haben verloren, aber sie haben sich ganz beachtlich geschlagen. Womit rechnest du nächste Woche? Wie jedes Woche ist es ein ganz harter League und jede Mannschaft kann die anderen Mannschaften schlagen. So, es ist einfach so. Es ist immer schwer nach Kiel zu fahren und eine Sieg zu holen, aber das ist unsere Aufgabe. Und so, wir würden unseren Sieg heute genießen und dann ab morgen müssen wir unsere Vorbereitung für Kiel machen. So. Dankeschön. Gibt es Fragen? Frage. Das Hinspiel in Berlin war ja nun deutlich knapper. Was war heute anders? Ich weiß nicht, jedes Spiel ist etwas anderes. Und heute war es war nicht wie eine Blau oder etwas. Es war 13-3 zur Halbzeitpause. Berlin hat die Ball am Anfang von diesem Spiel und die haben einen 15-Play-Drive gemacht. Jedes Spiel war knapp, in meiner Meinung, heute auch. Am Ende hatten wir eine gute Führung und wir könnten die Spieluhr runterlassen. Aber ja, die sind eine ganz harte Mannschaft. Das ist so. Weitere Fragen? In der Passverteidigung war Benny Kral heute ein ganz wichtiger Spieler, denke ich. Der ist noch gar nicht so lange wieder zurück nach super langer Verletzung. Was kannst du zu seiner Leistung sagen? Ich bin sehr begeistert mit Benny. Gegen Potsdam, unser Hinspiel gegen Potsdam, war Benny auf dem Feld und es war klar, sein Selbstvertrauen fehlt immer noch. Dass die Knie war in Ordnung, dass er ist ein großartiger Athlet, aber sein Selbstvertrauen war noch nicht da. Gegen Hildesheim war eine Situation, wo Tissi nicht spielen könnte und es war einfach klar, er muss spielen. Und vielleicht ist das eine bessere Situation, wo man nicht nervös ist und kann einfach spielen. Und es war wie die alte Benny Kral zu sehen. Er hat großartig gespielt gegen Hildesheim und ich glaube, er hat weiter mit dieser Leistung sowas gezeigt heute. So. In der Center-Position habt ihr ja auch ein Verletzungsproblem gehabt. Man hat nicht gesehen, dass da irgendwo jemand gefehlt hätte. Well, Pascal Abt war ein Starting Center für Frankfurt in der Vergangenheit, ich glaube in 2017. So, er hat Erfahrung. Ein paar anderen von den Jungs von der Offensive Line, wir haben darauf gearbeitet, weil. Ja, auf jeden Fall müssen wir jemand als Center spielen. So, jeder muss diese Skill lernen. So, das war unsere Aufgabe in den letzten paar Wochen. So. Aber Pascal hat gut gespielt, ich glaube. Ich muss die Video sehen. Aber ich glaube, das war kein großer Fehler mit Blocking Assignments oder sein normaler Call. So. Weitere Fragen? Dankeschön. Schönes Wochenende.
Thanks, man. Would you like to have a review? Yeah, it's over there.